Oh, wir müssen ans Handy gehen. Die greifen unser Domizil an. Da springe ich doch glatt in den Pool. Von wo greifen die denn bitte an? Da unten etwa? Sollen wir einfach mal hier runterspringen mit Fallschirm und so? Komm, probier was. Haha! Und? Wir kommen! Gregory the G ist unterwegs. Stelle ein Basejump-Ziel ein. Pam! Es war doch gar nicht meine Absicht jetzt hier. Ich wollte nur ein Basejump-Ziel einstellen. Ach, was soll's. Ein bisschen Schwund ist immer. Krankenhaus kaufen, 4000 Dollar? Immobilienbesitz. Der Besitz von Eigentum bringt dir ein stündliches Einkommen. Hey, das ist vielleicht gar nicht so schlecht für 4000 Dollar ein Krankenhaus. Ich meine... Du bist erledigt. Wenn deine Gesundheit ganz aufgebraucht ist, musst du einen kleinen Teil des Bargelds bla bla bla. Naja, wir kaufen dieses Krankenhaus. Komm, wir haben noch die Kohle. Krankenhaus gekauft. 2% Kontrollerhöhung. Carver Island. 400 pro Stunde gibt das. Ist doch massig Asche. Hat es ja fast gelohnt zu sterben. Und da ist auch noch eine Limo. Die schnappen wir uns auch noch. Komm. Ja, die haben uns noch Status Quo. So, und jetzt müssen wir hier mal kurz drauf gehen und auf Aufträge. Und jetzt machen wir hier Schutzengel, Pierce. Ich hoffe, die verteidigen unser Domizil auch schon so. Begib dich zum Hauptquartier. Können wir ein bisschen Radio checken hier? Ein bisschen Rock hier. Haben sich auch einige gewünscht. Oh, oh. Ja, nehmen wir die Baustelle mit. Die Limo hier hat nicht gerade den besten Wendekreis. Ist auch lange nicht so schnell wie beispielsweise der Granatenpolizeiwagen, den wir schon mal hatten. Oder auch unsere schicken Sportschlitten. So, wir müssen uns jetzt flugs zum Domizil begeben. Das ist ja da oben. Oh, heiliger Bimbam. Ich glaube, hier können wir aussteigen. Die Limo brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt in unserer Garage, finde ich. So, wo müssen wir jetzt lang? Da. Da geht's rein. Und ab zu unserem Penthouse. Mensch, so eine Bude mal in New York haben, oben so ein Pool und so, fände ich nicht schlecht. Ich würde euch auf jeden Fall mal zu einer Party einladen. Geht zur Lobby, habe ich jetzt direkt auch mal gedrückt. Gehe zu Penthouse. Ups, jetzt bin ich wieder runtergegangen aus Versehen. Ja, ja, ich weiß, Freunde. Ich muss mich jetzt noch ein bisschen an das Spiel gewöhnen. Ist ja auch noch hier alles so ein bisschen Tutorial-Style. Begib dich zum Hauptquartier der Saints. So, da sind wir jetzt. Jetzt werden wir wahrscheinlich wieder angegriffen von den Syndicate-Leuten, oder wie? Aber wir haben jetzt ein Krankenhaus gekauft, deswegen kann ja nicht viel schief gehen. Ach nee, da ist Pierce. Check it out, boss. What's up? Since this used to be a syndicate crib, thought I'd poke around and see what they left behind. Alright, so what am I looking at? Safety deposit keys. Now don't you want to know what it is they all got locked up? The syndicate will know we have the keys. They'll be waiting for us to make a move. Well, I guess then you better watch my back. Alright, let's go. Lag da so viel Kohle auf dem Tisch? Mann, 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 da haben wir jetzt wieder Späßchen hier heute, hä? What do we do now? I'm gonna go in, open the safety deposit boxes, get the shit, and then come out. Without any bloodshed? Fuck no. Well, you had me worried for a second. Just be ready when I come out. Hey, don't take too long. Ja, ohne Blutvergießen, das wäre ja auch nichts für Saints Row. Alright, I'm coming out now. Keep my ass covered till I can find somewhere to hide. So you get what you needed? Hell yeah. Bam! Haha! Oh, die Mission gefällt mir. Oh ja, die gefällt mir sehr. Damn, these guys don't give up. Yo, Explosionskill. Bandenfahrzeug. Don't let these assholes get too close. Ich sorge dafür, mein Freund Pierce. Aber es ist gar nicht so leicht hier. Ich alter Analoglegastheniker, ihr wisst ja. Ich kann mit dem Analogstick, habe ich mich ja immer noch nicht so hundertprozentig angefreundet. Ich bin ja immer noch der Freund von Maus und Tastatur. Ich will den Pierce ja nicht treffen, aber ich glaube, den erwische ich gar nicht.
Selbst wenn ich da ein Fahrzeug direkt in seiner Nähe in die Luft jage. Das gibt allerhand Respekt. Pams! Haha! Und nochmal! Ha! Hasta la vista! Ich bin noch dabei, Pierce. Immer der Ruhe, mein Freund. Oh, wie die da rausgeschleudert werden aus dem Fahrzeug. Okay, die habe ich nicht erwischt. Aber dafür zwei im Doppelback. Und das wird doch. Das Syndicate hat natürlich übertrieben viele Fahrzeuge und übertrieben viel... viel Agentenzeugs, die sich dafür hingeben, hier zu sterben. Ach. Halleluja. Schwer gepanzert. Kein Problem für uns. Oh, oh, die Straßensperre, die müssen wir auf jeden Fall ausschalten. Ja, hier muss ich das Herz für virtuelle Charaktere wirklich, für virtuelle Menschen wirklich abstellen. Da darf ich kein Mitleid zeigen hier. Was mir besonders schwerfällt, ist natürlich auch immer die heißen Frauen hier umzunieten. Das ist wirklich, naja, jetzt haben wir auch viele auf unserer Seite. Da ist der Verschleiß nicht so groß. Hoho. Gregory, du alte Socke, hä? Können wir da drauf seppen? Nochmal ranzoomen hier so. Und dann mit der Sniper-Knarre ab rein. Den hätten wir. Und da vorne sind noch mehr, die sich mit uns anlegen wollen. Beziehungsweise mit unserem Freund. Mit unserem Freund und Kollegen Pierce. Was schaffen wir mal ein bleihaltiges Piercing jetzt hier, der Killer-Amazone? Oder auch nicht? Bleib doch mal stehen, Mensch, wenn ich dich hier schießen will. Boah, wie krass das hier mit dem Analogstick ist. Also mit der Maus kann ich das 8000 Mal besser. Ich bin halt meistens ein PC-Kind. Zumindest bei Spielen, wo ich hier rumballern muss. Aber ich dachte mir, gerade weil Saints Row, da wird ja auch viel Auto gefahren. Ach du Scheiße, was machen die denn da unten mit Pierce? Ey, lasst unseren Freund in Ruhe. Ich glaube, wir sollten mal wieder näher ran. Ist das auch ein bisschen einfacher. Können wir noch näher ran? Nee, leider nicht. So, Pierce, räum dir den Weg frei. Volksbanken, Raiffeisenbanken. Pommes. 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 Die wollen aber auch nicht klein beigeben, die Kerle da und junge Frauen, Adretten. Und schöne Schlitten haben sie da. Morgenstern heißt die Truppe. Gehört zum Syndikat wahrscheinlich. So, und da ist einer, der ist mir entkommen. Wir haben es geschafft. Schutzengel. So war das. Und so war das auch gut so. Wir haben Pierce erfolgreich beschützt. Und das gibt natürlich wieder jede Menge Bargeld für unsere Taschen. Und das Respect-Level steigt ebenfalls. Leider nicht auf Level 5, wir sind immer noch bei Level 4. Morgenschern, Bezirkskontrolle, $82 pro Stunde. Schutzengel beginnen. Ah, wir können die Mission also auch wiederholen, wenn man möchte wahrscheinlich. Aber wir machen die jetzt natürlich nicht nochmal. Das können wir irgendwann vielleicht nochmal so aus Jux und Dollerei machen. Aber erstmal widmen wir uns jetzt hier den weiteren Missionen. Denn es ist ein neuer Auftrag verfügbar, wie wir gerade auch sehen hier. Illegaler Handel. Nee, die Limo hole ich jetzt nicht nochmal. Die hatten wir ja schon mal. Don't we have a PR department for that? People go crazy over actual celebrities promoting themselves. So you're saying it has to be me? Oh, I'll do the selling. You just get my back, and I have the perfect places to hit. Oh, hier muss ich rechts. Na dann mal wieder ab die Post. Triff dich mit Pierce. Unserem alten Kumpel. Alter, Hauding wieder. Teufels-Pierce, Teufels-Price. Wisst ihr, ne? Wer Call of Duty gesehen hat, der weiß Bescheid. Where do we start selling?
Let's cut right to the heart of this shit. Hit the Morningstar territory. And you know where that is? The documents we got with those keys gave up a whole lot. Seems like it's just what we needed. Beschütze deine Kontakte bei ihren Deals in Steelport. Beschütze den Händler, während seine heutigen Lieferungen erledigt. Während er seine heutigen Lieferungen erledigt. Ist das der Dealer? Oh, was haben wir denn hier Nettes? Boah, wie die, wie haben die denn ihr Auto? Hier liegen überall Leichen auf dem Boden. Ach, und da kommen die ja schon. Okay, wir haben die Schrot. Ist ja auch nicht zu verachten, die Waffe. Und hier habe ich auch noch eine Granate für euch. Haha! Hat leider mir die Laterne weggeschrotet hier und nicht die Jungs. Ach, und der Bulle, der will doch nicht etwa... Damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Der Dealer wird angegriffen. Ach du Kacke. Komm schon. Nehmen wir den nochmal hier als Geisel. Wo ist denn der eine Dealer? Ist der andere schon draufgegangen oder was? Da vorne sind noch die ganzen Cops. Ich lass den mal los und renne. Ja, ja, flieg du mal hier durch die Walachei. Ich muss schnell darüber. Sonst wird unser Deal nicht abgeschlossen. Ab in die Karre. Und los geht's. Ich will da rein. Buduken. Ey, hallo, darf ich mal Gas geben? Irgendwie will die nicht anspringen hier, die Mühle. Ich dachte gerade, die Frau will sich mit uns anlegen. Hat's aber kürzeren gezogen. So, und jetzt gib doch mal Gas. Ich kann nicht wegfahren hier. Wahrscheinlich muss ich... Ich wollte jetzt mal hier ein bisschen rumballern und hier Leute platthauen, aber nix da. So, da ist Pierce. Und warum kann ich hier nicht wegfahren? Ich kann die doch auch mit dem Auto töten, theoretisch. What sort of things do we have? Got some basic merchandise. You know, like shirts and lunchboxes. You're joking, right? Well, there's always my demo tape. Well then, we're gonna need a bigger safe. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen kurios. Warum konnte ich da gerade nicht einsteigen? Wahrscheinlich musste ich auf den Pierce warten, weil der ja durch die Gegend fahren soll. Wir ballern einfach mal hier auf dem Auto drauf. Ist ja ganz witzig. Hier kann man es ja machen. Und bitte nicht in der Wirklichkeit nachmachen. Davon halte ich nicht sehr viel. Virtuell ist das alles spaßig. Oh, die driften aber ganz schön weg. Die werden aber ganz schön euphorisch hier, wenn man die erwischt. Hinter uns sind auch welche. Vielleicht baller ich mal lieber auf die Feinde drauf. Ja, ihr Drecksäcke. Aber gute Fahrzeuge habt ihr. Gefallen mir. Einfach so kopfüber. Der Gregory hier, der alte G. Nee. Also das kann ich ja kaum glauben. Das ist ja... Ey, du Sack. Du willst dich doch nicht etwa mit uns anlegen. So, erledigte Deals. Ein von zwei. Das hat funktioniert. Und jetzt ab die Post, Pierce. Gib Gas. Ich sorge dafür, dass die Typen uns von der Pelle rücken. Es ist nur ein kleines Mess. Das Fahrzeug sah auch schon mal besser aus. Und jetzt hier müssen wir wieder Munition... Ups, die wollte ich gar nicht, die Passanten. Wollte ich gar nicht erschießen. Zum Glück spielen wir hier nicht L.A. Noire. Das wäre nämlich nicht so gut gekommen. Oh, Alter. Der Pierce, der wackelt aber auch. Na, ab die Post. Haha. Oh, oh. Was macht der da, der gute Mann? Oh, I love that sound. Geht die Karre hier nicht in die Luft irgendwann mal? Mann, Mann, Mann. Hier muss man wieder alles selber machen. Oh, Pierce wird platt gefahren. Auch nicht gut. Der Dealer wird angegriffen. Noch schlechter. Und ich werde auch noch angegriffen. Noch ganz schlechter. Hier, zum Dealer rüber. Komm schon, Junge. Ich gebe euch Feuerschutz, Freunde. Boah. Beschütze den Deal auf dem Weg nach Hause. Einfach rein hier mit der Materie. Okay, und jetzt los. Ab in die Karre. Oh, da ist noch eine Killer-Amazone. Die möchte sich gerne mit uns anfreunden. Komm, Pierce, spring rein. Oh, wie die mit dem Gregory umgeht. Jetzt reicht's aber, Junge. Junge Schnitte.
Da kann ich auch dein sexy Höschen nicht mehr retten, Freundchen. Freundin. Oh, da wollte ich gar nicht hinschießen. Komm jetzt rein, Pierce. Abhauen. Wir haben den Dealer beschützt. You're a natural, mate. Fuck right I am. With a bright future at Planet Saints. Nah, cool. You drive like a real saint. Oh, die Karre ist echt so im Eimer schon. Aber wir müssen weiter draufballern. Haben gleich keine Munition mehr. Vielleicht wechsle ich mal hier die Pistole. Wir fahren wieder nur noch auf der Felge rum. Ach, jetzt habe ich nicht gewechselt, aber ist egal. Besorgen wir uns einfach gleich Munition. Ja, die Karre tut's nicht mehr so richtig. Komm schon, Pierce. Kannst du hier nicht stehen bleiben? Vielleicht sollte ich mal eine neue Möhre besorgen. Vielleicht soll ich mal eben aussteigen. Aber muss man gar nicht, denn illegaler Handel wäre geschafft. Und es gibt wieder reichlich Kohle. 2000, nein, das ist ja nicht so viel jetzt, aber immerhin. Und der Respektpegel steigt auch. Kommen wir noch auf Level 5, leider nicht mehr. Level 4 muss reichen. Morgenstern Bezirkskontrolle. 5% mittlerweile, $92 pro Stunde. Illegaler Handel. Du hast mehr von der illegalen Handelaktivität freigeschaltet. Sehe auf deiner Karte nach, wo du sie finden kannst.